So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Restaurant Empire 2. Ja, wir sind ein paar Monate vorgesprungen mal wieder. In der Zeit zeige ich euch gleich, was ich alles gemacht habe. Wir sind 7 Monate vorangesprungen. Und ja, es geht bergauf mit unserem Food Rating. Average Satisfaction, da habe ich eigentlich ja, fast gar keine Probleme gehabt, die 70% immer zu erreichen. Selbst am Anfang schon nicht. Und ja, jetzt so langsam geht das Food Rating auch so Richtung 3,5. Ja, springt sehr schnell. Aber das kann ich euch, werde da gleich nochmal live miterleben. Das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber okay. So, was habe ich gemacht? Ich habe Speisekarten wieder optimiert. Ich habe die Preise auch wieder angepasst. Jetzt machen wir hier überall ordentlich Gewinn. Und ja, ihr seht, im letzten Monat 103.000. Sieht man ja echt mal die Übersicht. So, die letzten Monate? Nee, ne? Lifetime. This year. Monthly Profit. Ja, hier sieht man es eigentlich ganz gut. Monatlicher Gewinn. Maximal hatten wir 135.000. Das war angeblich letzten Monat. Das stimmt nicht. Denn das waren nur 102.000. Expenses, Revenue. Ja, angeblich haben wir im letzten Monat sogar 135.000 eingenommen. Also wir sind hier mal so die letzten Monate so bei 100.000 gewesen. Ein Monat war dabei, der lief richtig bescheiden. Weiß gar nicht warum, aber sonst, ja, so 60, 70.000 machen wir eigentlich immer plus. Ach genau, hier lag es daran, dass ich immens viel in die Ausbildung von den Servicekräften mal gesteckt habe. Habe ich mir auch direkt wieder geklemmt, wie ihr seht. Und ja, das habe ich gemacht. Dann habe ich so ziemlich alles in den Außenbereichen ausgebaut, was es in den Restaurants gab. Also hier sind wir, ich glaube, alle Restaurants sind auf dem neuesten Stand, außer eins. Speed Trap, glaube ich. Da haben wir noch genau so ein paar Sachen noch nicht gebaut. Der Rest ist überall komplett voll. Und ihr seht, wir haben hier ein 4-Sterne-Restaurant, der Heilige Klaus. Das war das erste. Das hat, glaube ich, jetzt eine Bewertung. Also wenn der Monat beginnt von, boah, ich glaube 87%. Also fast sogar 4,5 Sterne. Das ist ja mit Abstand die Nummer 1. Und in dem Monat kam noch hinzu, da habe ich auch noch ein, zwei Servicekräfte ausgetauscht, dass das Delia Delacroix, Delias First Coffee Shop, das ist jetzt auch auf 4 Sternen. Genau, da sind wir jetzt bei 85%. Das ist immens gut. Ja, Exterior and View einfach mal 100. Das habe ich komplett ausgebaut. Tresa Table ist theoretisch auch ein 4-Sterne-Restaurant. Da liegt es allerdings noch jetzt an den Complaints. Die machen das Ganze jetzt leider zu einem 3,5-Sterne-Restaurant. Ihr seht nämlich, Exterior and View habe ich hier auch auf 100 gemacht. Oder auf 100 hochgepusht. Das ist also jetzt auch ein 4-Sterne-Restaurant zu Beginn des Monats. Ja, die drei habe ich jetzt hochgepowert. Der Rest ist so Mitte 70. Außer der Heilige Klaus, der ist immer Mitte 80. Manchmal sogar, wie ihr seht, ein wenig höher. Und ja, läuft eigentlich ganz gut an. Also alle sind jetzt 3,5-Sterne-Restaurants. Und wie gesagt, dann noch drei, die in dem Viererbereich sind. Das ist ja gut für das Overall-Rating von 4 Sternen. Ja, das werden wir nie im Leben hinbekommen. Zumindest nicht so schnell. Da müsste ich wirklich alle Servicekräfte umtauschen. Und ja, das ist mir einfach viel zu teuer dann. Ganz kurz noch zum Heiligen Klaus. Die haben eine Servicebewertung von 93%. Wahnsinn. Also da sind nur Spitzenkräfte am Werk. Ja. Ja, man kann nichts dazu sagen. Es ist einfach 93%. Punkt. Ja, Dekoration 93, Exterior and View 93. Gut, Komfort 39, weil wir die Tische teilen. Ansonsten wäre das hier, wahrscheinlich, wenn ich das auch noch ausstelle, sind wir hier wahrscheinlich bei 4,5 Sternen. Massiv gut. Ja, möchte ich nur mal sagen. So, aber habe ich sonst noch was gemacht? Eigentlich nicht. Ein paar Rezepte habe ich noch erforscht. Unter anderem haben wir jetzt zwei neue 5-Sterne-Rezepte. Und zwar einmal in dem Bereich Cakes, Pies and Tarts, glaube ich, genau. Und Pudding and Gelatines. Da haben wir nochmal zwei, naja, ultimative Rezepte, wie es hier genannt wird, bekommen. Wobei eins davon, naja, ist okay. Das eine Rezept ist das hier. Quark Tart on Peach Sauce. 77%, sehr gut. Ist auch für den amerikanischen Markt zu gebrauchen und nicht nur für die Desserthäuser. Und das andere ist dieses Pudding and Gelatines. Das ist Cake Pikes and, Pies and Tarts. Das ist, finde ich's. Nee, hier ist es nicht. Ach,
Ach ne, Pudding und Gelatines. Hier ist es dabei. Ah, wenn ich sehe. Genau, hier Jelly Roll Cake. Das ist das andere ultimative Rezept. Naja. 71%. Ja, ist okay. Habe ich auch schon besser gesehen. So, und wir haben das erste 4,5 Sterne Rezept. Cinnamon Hot Chocolate. 90% Rating, 4,5 Sterne. Wahnsinn. Absoluter Oberhammer. Ich habe noch nie so ein Rezept gehabt. Das ist noch nicht mal prämiert. Also ich muss irgendwie das Ganze noch mal prämieren lassen in irgendeinem Wettbewerb. Wie gesagt, absoluter Oberhammer. Und ja, das hat einen Hauptgrund. Und zwar Chocolate. Wir haben jetzt Schokoladensirup mit guter Qualität. Und ich glaube auch normale Schokolade auch. Das hat nämlich zur Folge jetzt gehabt. Nehmen wir ganz kurz hier. Genau, normale Schokolade. Wir haben nämlich jetzt venezuelanische Schokolade bekommen. 5 Sterne. Und das hat bewirkt, dass sämtliche Rezepte mit Schokolade, und das ist hauptsächlich hier in diesem Food-Bereich, alle so extrem gestiegen sind, dass ich ja in meinem Merkbuch einfach mal alles, was im Food oder was ich unter Food hatte, komplett durchgestrichen hat und eine komplett neue Liste machen musste. Ich glaube, sich 3 oder 4 Rezepte geändert haben, die jetzt deutlich besser sind. Also hier hat sich richtig was getan durch die venezuelanische Schokolade, die wir jetzt bekommen. Ja, sehr geil. Habe ich sonst noch was gemacht? Nee. Also sonst habe ich eigentlich viel gewartet und viel zugeguckt, wie sich die Rezepte bzw. die Erfahrungen in den einzelnen Rezepten von Köchen gesteigert haben. Also ihr seht, es ja, geht gut voran. Wenn man sich das mal vor einem halben Jahr noch anguckt, da war es ja hier fast bei nuscht. Und jetzt sind wir schon eigentlich ganz passable Köche. Der andere Typ ist auch nicht verkehrt. Der ist in Dessert sogar noch ein bisschen besser als wir. Wir sind dafür spezialisiert in Frühstück und Suppen. Und Appetizers. Das ist nicht. Hauptgerichte ist, ja, sind beide gleich und Suppen sind auch beide gleich. Zumindest erkenne ich hier kaum noch einen Unterschied. Ja. Also, es geht ganz gut voran. Wir haben hier teilweise Rezepte, die wir... Oder ein Rezept können wir schon zu 100% kochen. Nämlich Poached Salmon, da haben wir es gleich. With Truffle and Shrimps, das bringt uns dann auf 79. Der Rest ist, ja, so bei 3 Sternen oder 3,5 Sterne. Also genau in dem Rahmen, den wir für die 70% Bewertung oder für die 3,5 Sterne quasi brauchen, um das Gesamtergebnis zu schaffen. Es gibt noch ein paar Sachen, zum Beispiel hier Creamy Potato Soup, die ganzen Suppen sind echt unterirdisch noch. Bis auf mein Minestrone, das ist das einzige Rezept, was wir, glaube ich, auf 3 Sterne haben bei den Suppen. Der Rest ist alles 2,5. Teilweise, glaube ich, haben wir sogar noch eins auf 2 Sterne, irgendeine Potato Soup war das, glaube ich. Okay, wir haben sogar 3 Suppen in dem Monat, die auf 2 Sterne sind. Ach ne, in dem Jahr, Entschuldigung, ich muss das mal umstellen. Genau, hier today. Creamy Potato Soup. Okay, Chicken and Corn Soup ist es. Was noch bei 2 Sternen ist, der Rest, seht da 3,5 Sterne, 3 Sterne oder sogar 3, oder sogar... Ach ne, 3 Sterne oder 3,5 Sterne, genau. Ein paar Rezepte sind noch bei 2,5 Sternen. Bei den Desserts und auch bei den Hauptgerichten, ja, da muss ich gucken. Suppen sind auch noch bei 2,5 Sternen. Aber hier Appetizers und Frühstück, die haben wir alle schon auf 3 Sternen. Ob sich hier noch geändert hat. Okay, Shortcut Cinnamon Buns. Aber das kochen wir auch sehr selten. Und hier seht ihr Suppen, alle bei 2,5 Sternen. Main Courses gehen so langsam auch Richtung 3,5 Sterne bei manchen. Und ich hoffe, dass wir das hier auch mal alles hochbekommen. Desserts, da sind wir jetzt fast alle bei 3 Sternen. Die haben wir ja schon ordentlich geskillt quasi. Und ich hoffe, die anderen kommen dann auch so nach und nach nach oben. Ja. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das habe ich alles erzählt, das habe ich alles gezeigt. Und ja, im Endeffekt müssen wir jetzt nur noch darauf lauern, dass wir hier irgendwann mal die 3,5 Sterne bekommen. So, ihr seht, 3, 2, 1. Das springt so dermaßen schnell teilweise, dass man hier echt aufpassen muss. Dass man nicht den Zeitpunkt verliert oder verpasst, wenn man hier mal auf 3,5 Sterne ist. Satisfaction, wie gesagt, ist auch bei... meistens über 70%, allerdings jetzt müssten wir, genau, jetzt geht das Abendgeschäft los. Jetzt müsste das hier beides extrem runtergehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn hier viel los ist, dann geht die Zufriedenheit runter. Also klar, die werden halt nicht so schnell bedient, aber das Essen geht auch runter, warum auch immer. Also ich meine, er kocht ja nicht schlechter, weil mehr gefordert ist, sondern er kocht ja eigentlich immer gleich. Und dementsprechend
verstehe ich nicht so ganz, warum hier das Food Rating immer so runtergeht, wenn hier viel los ist. Wie ihr seht, da 3,15. Also das springt teilweise. Ich hatte, glaube ich, mal einen Sprung dabei, wo es innerhalb von einer Sekunde um 0,21 Punkte runtergegangen ist. Da geht es aber auch manchmal teilweise so extrem schnell wieder hoch. Also ich finde es ein bisschen übertrieben schnell. Weil nur durch die Bewertung von einem Gast, also, naja, jetzt sieht er 2,97. Also es ist unfassbar. So, jetzt geht auch nämlich wieder die Satisfaction runter. Die wird allerdings am Ende des Monats wieder hochgehen, warum auch immer. Food Rating geht am Ende des Monats auch immer wieder hoch. Ja, jetzt seht ihr, 0,13 Punkte mit einem Ping. Also es, naja, es ist sehr komisch. Aber was soll's. So, mal schauen, ob wir es diesen Monat schon schaffen. Im letzten Monat war ich am Ende bei 3,32 oder 3,31, also relativ hoch. Als ich angefangen habe mit der Aufnahme, war ich beim Food Rating, glaube ich, von 3,47 oder sowas. Also ganz kurz davor. Ich habe es übrigens noch nicht geschafft, einmal bei 3,5 zu sein. Weil wenn das der Fall ist, dann mache ich sofort hier Pause und mache das Restaurant zu. In der Hoffnung, dass es dann nämlich funktioniert. Ich glaube, das ist so die einzige Möglichkeit, um das Ganze hier wirklich mal hochzupushen. Wir könnten die Zufriedenheit auch noch steigern, indem wir einfach sagen, wir machen, wir teilen quasi nicht mehr die Tische auf, sondern machen quasi nur normale Tische draus. Ja, aber da geht uns richtig viel Geld verloren. Und einen wirklichen Effekt hat das auch nicht. Also auf die Satisfaction schon, auf das Food Rating überhaupt gar nicht, weil, ja, jeder kriegt ja das gleiche Essen, egal wann er hier kommt und egal wie viele da sind. Außerdem trainieren wir nebenbei noch ein bisschen. Das ist auch noch ein Nebeneffekt. Deswegen lasse ich hier geteilte Tische. Alter, 2,98. Ich war zur Mittagszeit war ich bei 3,4. Jetzt bin ich schon wieder um 10% quasi. Also 0,5 Punkte nach unten gefallen. Ist ja Wahnsinn. Ja, also wir werden es definitiv nicht schaffen in diesem Monat. So, zack. 3,12. Es wird auf jeden Fall noch hochgehen jetzt. 3,17. Okay, jetzt stagniert es ein bisschen bei 3,1. Zack. 3,28. So, 3 wieder 3,17. Also, ja, sehr komisch. Jetzt haben wir sogar noch die Satisfaction nicht geschafft. Obwohl, am Ende des Monats geht es hier trotzdem nochmal hoch, warum auch immer. So, Spicy Tomato und Corn Soup. 42.000 haben wir mit dem Restaurant eingenommen. 1, 2 insgesamt. Write-offs haben wir 600, das ist nicht gut. Live Performances haben wir nur noch eine. Ja, okay, wir erforschen noch Rezepte, das kostet auch nochmal 20. Aber mit 100.000. Ist okay. Hey, jetzt haben wir beides nicht geschafft. Alter, scheiße. Scheiß die Wand an, wirklich. Also das ist so verkompliziert manchmal. Warum ist denn das jetzt hier nur noch 3,5 Sterne? Liegt wahrscheinlich am Kochen, wa? Alter, 75%. Service ist auch schon wieder so extrem runtergegangen. Warum denn? Warum, frage ich euch. Live-Performance ist auch untergegangen. Ja, ich habe hier einen neuen Live-Performance quasi gemacht. Ist zwar immer noch ein Klavierspieler, aber diesmal ist es eine Frau und die kostet 5 Dollar weniger die Stunde. Das macht quasi 10 Dollar pro Tag, also 300 Dollar spart man dann ungefähr. Hat dieselbe Bewertung, deswegen habe ich es einfach mal geändert. Ja, um einfach 300 Dollar zu sparen. Was eigentlich, naja, egal, sinnlos ist. Was soll's. So, ich wundere mich trotzdem, warum wir jetzt hier nur noch bei 78% sind. Also wie gesagt, es war mal ein 4-Sterne-Restaurant Anfang des letzten Monats. Sehr komisch. Aber generell ist die Bewertung runtergegangen bei allen Restaurants. Hm. Naja, gut. 64% unterirdisch. Das ist nicht das, was ich gerne hätte. So, wir gehen mal ganz kurz raus und machen noch das letzte Restaurant von der Außenfassade her schick. Achso, kann ich euch eigentlich auch mal alles zeigen dann. Denn da gibt es echt schicke Restaurants, muss ich sagen. So, 65.000, zack. Ja, war. Sieht halt aus wie so eine kleine Formel 1 Lagerhalle. Delias Aqua. Ja, kann man sich anbieten. Finde ich sehr schön. Heiliger Klaus finde ich ein sehr geiles Gebäude. Das ist auch komplett mit allen Sachen schon hochgepusht. Also das finde ich echt ein stuckliges Gebäude. Amo La Torta. Ja, finde ich auch ganz niedlich. Sieht ein bisschen aus wie aus so einem, weiß ich nicht, aus so einem, aus einer Geschichte. So ein Märchen, so ein, weiß ich nicht, so ein Hexenhäuschen oder sowas. Hier fehlen noch die 4-Sterne-Sachen. Gucken, was da dazu kommt. I Heart Cake. Ja, das sieht aus wie ein normales Haus mit einer Bäckerei unten drin.
Dann haben wir noch hier in Paris. Ja, das sind hier diese Standarddinger, die wir auch aus dem ersten kennen. Oder aus der ersten Kampagne. Delacroix Rodeo, das weiß ich nicht. Gefällt mir überhaupt gar nicht. Von der Optik her. Das genauso wenig. Das sieht irgendwie aus wie ein Bürogebäude oder wie eine Bank. Weiß ich nicht. Hat wenig mit dem Restaurant zu tun, meiner Meinung nach. Ja, das ist das Tresortable. So sieht das komplett aufgewertet aus. Das Standardrestaurant quasi. Und Delia's First Coffee, ja, finde ich auch ganz okay. Hat so ein bisschen was vom Rathaus oder so. Da fehlen aber auch noch. Ah ne, aber sogar schon auch schon alles gemacht. Stimmt, das ist ja 4 Sterne. Ja, also geht. Aber wie gesagt, das Heilige Klaus, das finde ich echt schick von außen. Das kann man echt anbieten. So, Delia's First Coffee Shop. Na. Ja, und ihr seht halt überall 3,5 Sterne. Bis auf die beiden, beziehungsweise die drei. Macht aber trotzdem eine Bewertung von 3,81 nur. Naja. Also wie gesagt, 4 Sterne, utopisch. Müsste ich sämtliches Servicepersonal in allen Restaurants nochmal austauschen. Also das macht wirklich einen riesen Unterschied. Wir können es hier mal sehen. Also Heiliger Klaus 93%. Das ist wirklich überragend. Und der Rest, der dümpelt hier so in den 60ern rum. Liegt aber auch daran, dass wir hier, vor allen Dingen am Anfang bei den Restaurants, halt noch die Mitarbeiter haben, die halt echt schlecht waren. Und jetzt, wenn wir uns jetzt mal hier das angucken würden, wir gehen einfach mal jetzt hier ins, weiß ich nicht, Delacroix Rodeo oder sowas. Ist ja eins der ersten gewesen. Da sehen wir dann. Geh doch auf die zu. Danke. Wir haben hier noch Kellner. 1300, 1300, 1400. Und wenn wir jetzt neue einstellen würden, die fangen dann so, oder die gehen bis zu 1700, 1900. Also die haben da natürlich schon extrem Skill. Und ja, dementsprechend könnte man auch den Skill-Level relativ schnell erhöhen. Wenn man jetzt nicht unbedingt in die Ausbildung investieren möchte, hier zum Beispiel einen Captain für 2,6. Ich weiß gar nicht, was hier für welche. 1,7. Also da seht ihr mal einen Unterschied. Auch vom Skill her. Also den Typen, den wir anheuern können, der ist fast beim Maximum. Der ist hier bei 2/3. Der andere Captain wird auch nicht wirklich besser sein. Ja, doch, der ist sogar schon ganz gut. Aber ihr seht. Also da kann man relativ schnell das Ganze auch hochpowern. Kostet halt nur dann am Ende des Monats ein bisschen mehr Geld, logisch. Gutes Personal kostet Geld und sollte, oder ich habe es jetzt auch nur bei den Restaurants gemacht, die erstens kurz vor der 80er-Prozent-Marke waren und zweitens, in denen wir auch Gewinn machen. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei Restaurants, wo wir dauerhaft immer noch Minus machen, warum auch immer. Ich glaube, hier das Delacroix Rodeo ist sogar eins davon. Genau, hier machen wir Minus. In den ganzen restlichen, das macht eigentlich immer Plus, machen wir überall Gewinn. Okay, gut. Jetzt machen wir hier auch noch Minus. 42, 4, 16, 28, 21. Selbst hier machen wir jetzt sogar Plus im I Heart Cake. Das war immer so eins der Restaurants, wo wir eigentlich Minus machen. La Lune Vague. Also so zwei, drei Restaurants, das, ja, das sehen wir einfach mal. Sind halt immer dabei, die ein bisschen Minus machen. Der Rest läuft eigentlich sehr stabil. Ich sag mal, nicht umsonst machen wir mal so 100.000 plus. In guten Monaten auch mal ein bisschen mehr. Aber anscheinend war es im letzten Monat bei dem einen oder anderen Restaurant nicht ganz so erfolgreich. Naja. Gehört halt auch dazu. Ja, das war kurz zum Update. Ja, eigentlich habe ich ja gehofft, dass wir es in dieser Folge schon schaffen. Aber es scheint nicht so der Fall zu sein. So, wie geht's denn weiter? Ja, ich werde es. Also wir haben ja noch 4 Monate Zeit. Von daher bin ich echt optimistisch, dass wir es wirklich noch schaffen. Denn das Food Rating geht tatsächlich standhaft nach oben. Und irgendwann passt das schon. Dass halt mal die richtigen Leute die richtigen Rezepte oder richtigen Gerichte bestellen, die wir halt auch schon halbwegs gut können. Und dann sind wir eigentlich auch auf einem guten Wege, das Food Rating irgendwann tatsächlich mal auf 3,5 zu bekommen. Wie gesagt, ich bin positiv, semi-optimistisch, dass wir es hinbekommen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir hier vielleicht Frühstück anbieten. Weil irgendwie können wir die Frühstücke mit am besten. Ich habe keine Ahnung warum. Weil Frühstücke macht man eigentlich eher selten in Restaurants. Also wir zumindest. Und wir haben hier echt Sachen dabei. Also die sind gar nicht verkehrt, die Rezepte. Und ja, gut. Ah, sehr gut. Wo ist die Suppe? Suppe, Suppe, Suppe? Ja, Chicken and Corn Soup. Da haben wir es wieder. Minestrone, zack, 2 Sterne. Chicken and Corn Soup, 2 Sterne. Das bringt keine Pluspunkte. Dafür ist der Cobb Salad jetzt auf 3,5. Gut, Pulled Salmon and Truffle sowieso. Whitefish Roe jetzt auch 3, sehr schön. Also es geht so nach und nach, von Monat zu Monat steigen wir hier quasi in den Skills und ja, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir es irgendwann schaffen. Hoffentlich. Ja.
ich blende das mal aus, weil das demotiviert mich einfach nur. Ja, also das mal so als kurzes Update. Achso, eine Sache noch. Ich habe mich ja immer beschwert darüber, dass wir, also in der ersten Kampagne quasi, dass es irgendwie nicht möglich ist, 100% zu bekommen bei Kundenzufriedenheit. So, wir richten unseren Blick mal nach rechts oben. Wir sehen da, wir haben in diesem Restaurant, und das ist immer pro Restaurant, in diesem Restaurant ist tatsächlich irgendwie geschafft. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht so ganz, 100%. Dass wir jetzt sogar schon drei auf 100% hatten. Wahnsinn. Okay, hier ist keiner. Keiner? Keiner? Hier haben wir sogar auch schon einen im Delias Aqua. Ich glaube, ich weiß, wie wir das hinbekommen könnten. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann muss ich oder werde ich wieder in das alte Let's Play, in das erste Let's Play gehen und das dann hoffentlich endlich schaffen, diese Mission, um dann sogar in der ersten Kampagne weiterzumachen. Ich teste es mal aus in der nächsten Folge mit euch und dann schauen wir mal, ob es tatsächlich so ist, wie ich es mir denke. Aber ja, wie gesagt, das dann in der nächsten Folge, dann hoffentlich schaffen wir es auch in der nächsten Folge hier endlich bergauf. Zum nächsten Szenario. Werden wir sehen. Lassen wir uns überraschen. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Also bis übermorgen für euch. Und bis dann. Ciao und tschüss.